Wollen wir mal. Wir müssen bestimmt auch was mit dem Voodoo-Ding machen. Rundes Bild, viereckiges Bild. Ah! Viereckiges Bild. Oh oh. Warum bin ich in dieser spindeldürren Hülle? Threepwood kann es nicht sein. Vielleicht bin ich in den schwächlichen Körper. Wieder Flotze. Der dem Hungertod sehr nahe ist. Oder die torpide Leiche eines unterernährten Matrosen. Sie ist auf Flotze. Können wir das Ganze vielleicht irgendwie umdrehen? Ich bin Skybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Selbst ich bin es leid, das zu hören. Also sie übernimmt den Körper von ihm. Können wir den Knopf irgendwie umdrehen? Ich bin schlau. Und er wollte mir schon Tipps geben. Jetzt zeigt der Pfeil in die andere Richtung. Das sollte interessant werden. Er wollte mir schon Tipps geben. Ha! Ich brauche doch keine Tipps. Ja, ich bin, wir sind das Anton und der Döskop. Mächtige Streamer. Ja! Das ist das erste Mal, dass Skybrush Threepwood in eine Frau eindringt. Wow! Dieser Voodoo-Thron ist ja stinkvornehm. Hoher Sitzkomfort, körpergerecht. Jetzt ist mir klar, warum sie nie aufsteht, wenn ich zu ihr komme. Jetzt aber hoppla! Ah. Sie kann nicht aufstehen? Aber ich muss doch mit dem Marquis de Cinch reden. Oh, ernsthaft? Sie kann nicht aufstehen? Ist sie zu dick, um da rauszukommen? Oder hat sie irgendwie Probleme mit den Beinen? Kann sie gar nicht laufen? Das ist ein bisschen merkwürdig. Fluchkarte, Reisekarte, Frakturkarte, Akteurkartenplatz, Anleitung, Voodoo-Klinge. Bedienungsanleitung. Ich hielt die Voodoo-Lady eigentlich nicht für vergesslich. Mal sehen. Für glühend heiße Voodoo-Action fülle die Steckplätze mit Tarotkarten. Steckplatz 1, derjenige, der handelt. Steckplatz 2, die vorgenommene Handlung. Steckplatz 3, derjenige, der die Handlung erhält. Derjenige, der die Handlung erhält. Sie? Darauf ist eine Frau zu sehen, die einen Fluch beschwört. Sie ver... Sie ver... Sie ist das... Handelt sie? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will, dass sie... eine Reise bewirkt, Abenteurers, der auf dem Weg irgendwohin ist. Will, dass sie eine Reise bewirkt auf ihn, quasi. Also ich will, dass er zu uns kommt. Da ist ein Bild eines bruchstückhaften Wissenschaftlers drauf. Macht das so Sinn? Verhexe auf der Stelle. Wie das wohl funktioniert? Ich mag Oter. Sie sind so putzig, können aber auch extrem bösartig werden. Sie sind im Meer die Wölfe in Schafspelz. Vielleicht sollte ich mich an die gentechnische Entwicklung von Kampfottern wagen. Das hat nicht ganz geklappt. Das hat so nicht ganz geklappt.
der Akteur, die Aktion und das Ziel. Also er ist der Akteur. Er soll reisen zum Fluch? Nee, wir verfluchen ihn. Wir verfluchen ihn, damit er reist. So rum, oder? Verflucht seien Sie, Gaibolsch Fribud! Das war gar nicht so schlecht. Aber doch noch irgendwie falsch, oder wie? Der legendäre Briefbeschwerer von Jemala. Er kann Papier festhalten wie kein anderer. Das war doch noch nicht ganz richtig. Ich meine, es gibt ja nur... Wie viele Kombinationsmöglichkeiten bei 3? 9? Oder 27? Rechnet das mal aus. Ich bin noch beim Aufwachen, ja? Sind es 9 Kombinationsmöglichkeiten oder 27? Wir kriegen das schon irgendwie hin. 3 mal 3 ist 9. 9. 9 Möglichkeiten. Komm herein! Tritt ein in meine mystische Voodoo-Höhle. Bonjour, Mademoiselle. Ich bin hierher gereist von... Pardonnez-moi. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Okay, ich dachte, wir sollen ihn zu Guybrush schicken. Stattdessen sollten wir ihn einfach nur zu uns holen. Also, zu ihr holen. Machst du gerade eine experimentelle Pause von meiner... von Threepwoods Hand, hm? Quoi? Woher wissen Sie das? Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Sie klingen... wie sagt man bei Ihnen... ein wenig bizarr. Ja, sie klingt halt wie Threepwood, was auch keinen Sinn ergibt. Sowas habe ich nie verstanden. In solchen Buddy-Switch-Szenarios, warum sollte dann jetzt die Voodoo-Lady die Stimme von Guybrush haben? Also es ist allerhöchstens ein stilistisches Mittel, was uns zeigen soll, dass es Guybrush ist. Aber es macht keinen Sinn, denn ihre Stimmbänder sind immer noch ihre Stimmbänder. Da kann nicht Guybrush Stimme rauskommen. Logischerweise, oder? Aber ist ja Voodoo. Ja? Who do you voodoo, bitch? Ich fühle mich hübsch. Das ist aber lecker. Ich gehe dann. Warte, da du schon mal da bist, möchte ich dich etwas fragen. Wie stehen die Chancen für einen Kerl wie dich mit einem Mädchen wie mir? Gleich null. Ich werde niemals meine Wissenschaft mit einem Haufen Dreck und einem Haufen Hühnerknochen kompromittieren. War's das? Hast du die gerade einen Haufen Dreck genannt? Oh, das gibt gleich den bösesten, schlimmsten Voodoo-Zauber, den du dir vorstellen kannst. Oh, du kannst sie doch nicht einfach einen Haufen Dreck nennen. Hast du irgendwelche Geheimnisse, die du gern mit mir teilen würdest? Vielleicht das von Monkey Island? Meinen Sie etwa diesen bedeutungslosen Felsen inmitten von Lavafeldern? Nein, aber wie ich hörte, ist die Tierwelt doch ziemlich unverschämt. War's das? Ich habe gehört, dass du die Sprache der Riesenseekühe sprichst. Und damit will ich nicht auf deinen albernen Akzent anspielen. Woher Scheiß wissen Franzose. Sie das? Ja, ich habe ein Buch, das ihnen die Sprache dieser majestätischen Wesen lehren kann. Na dann her damit. Kann ich dieses Buch haben? Ich sehe keine Veranlassung, das ihnen zu geben. Sie werden das ohnehin nur mit ihrem Voodoo-Okus-Pokus beschmutzen. Sie haben doch keinen Respekt für die Wissenschaft. Respekt für die Wissenschaft. Aha. Marquis, bring mir das Buch über die Sprache der Seekühe, sonst erteile ich dir eine Lektion in Sachen Voodoo anhand des funktionalen Endresultats eines Fluchs.
Sie amüsieren mich. Da muss ich herzlich lachen. Es wird keinen Fluch geben, weil ich nicht daran glaube. Genug. Ich muss jetzt gehen. Das war nicht so gut. Aber der muss doch von LeChuck wissen, dem Geisterpiraten. Wie kann er dann immer noch sagen, dass Voodoo nicht existiert? Also hier in dieser Welt bei denen existiert doch Voodoo auf jeden Fall. Du darfst eintreten. Ich bin zurückgekehrt, aber ich weiß nicht warum. Du bist zurückgekehrt, weil du weißt, dass du etwas hast, das ich verlange. Mein Buch über die Seku-Sprache? Warum sollte ich ihnen ein so wertvolles Werk leihen? Hör mal zu, du Stangenbrotliebhaber. Ich warne dich. Was wollen Sie? Sie können mir nichts anhaben. Sind denn alle aus deinem Land so hilfsbereit? Die Kinder meines Heimatlandes sind in der Tat die edelsten, die die Welt zu bieten hat. Nicht ohne Grund nennen wir unser Land die Walrossmutter des Westens. Walrossmutter? Was? Das merke ich mir. Das merke ich mir. Und das nächste Mal, wenn ich einen Franzosen sehe, sage ich, ey, du altes Walross. Oder sage ich, Frankreich ist die Walrossmutter des Westens. Genau, das sage ich dem Franzmann. Frankreich ist die Walrossmutter des Westens. Oh, Graftoad, direkt mit einem Stan-Emoji. Hallöchen. Ja, blöd. Das heißt, ich muss ihm wohl erstmal irgendwie beweisen, dass ich Voodoo auf ihn anwenden kann, oder was? Marquis, bring mir das Buch über die Sprache der Seekühe, sonst erteile ich dir eine Lektion in Sachen Voodoo anhand des funktionalen Endresultats eines Fluchs. Sie amüsieren mich. Da muss ich herzlich lachen. Es wird keinen Fluch geben, weil ich nicht daran glaube. Genug. Ich muss jetzt gehen. Wir müssen jetzt irgendwas mit ihm machen. Haben wir Items? Cocktail-Serviette. Abgetrennter Finger. Hühnerfuß-Rückenkratzer. Oh, kratz dich mal. Geht das? Nein? Schade. Guck die mir mal alle an. Das ist eine Cocktail-Serviette mit den Worten Juju Mama und Sesame. Aha, rätselhaft. Juju Mama. Sesame. Und sie ist ja im Club. Oh, sie ist im Club 41? Interessant. Sieht vertraut aus. Aber selbst der Finger im Wind hilft da nicht. Ich hoffe, es ist das, was ich denke und nicht das, was ich hoffe, dass es das nicht ist. Irgendwo rankommen? Das glaube ich nicht. Nö. Nee. Nein. Ah. Das glaube ich nicht. Okay. Voodoo-Matte. Können wir hier irgendwas ändern? Nö. Nee. Nein. Finger? Ah. Das glaube ich nicht. Nö. Nee. Okay, also wir müssen ihm quasi irgendwie beweisen, dass es Flüche gibt. Dann bekommt er Angst und denke ich mal, kommt er angerannt und bringt uns das Buch. Aber wie machen wir das? Verflucht seien Sie, Guybrush Threepwood! Das war gar nicht so schlecht.
War irgendwie auch noch nicht richtig, ne? Wenn ich den ändere, dann bringt es ja gar nichts, oder? Ja, hier ist wow, blöd. Das war wie eine gewaltige, schnelle Fettabsaugung. Nicht, dass ich so etwas jemals gemacht hätte. Das war jetzt blöd. Können wir Guybrush irgendwas machen lassen? Also quasi die Voodoo-Lady, die jetzt in Guybrush Körper ist, auf dem Schiff, macht die dann irgendwas? Das ist der schrecklichste Hosenzieher, den ich je erlebt habe. Arsch frisst Hose. Eier. Ich kann fast meine Unterhose riechen. Arsch frisst Hose. Nein, das ist nicht möglich. Das hätte sie mir niemals angetan. Vielleicht sollte ich ihr doch dieses blöde Sachbuch bringen. Nur für den Fall. Wer könnte das wohl sein? Es ist offen. Ich habe für Sie das Sprachsachbuch, die Sie gewünscht haben. Meine Gründe für diesen Schritt sind ohne Belang. Nehmen Sie es. Oh, für mich? Danke, Mark. Leg es hier auf den Tisch. Und jetzt zisch ab. Was stimmt das? Giant Manatee in 12 einfachen Schritten. Sprache der Riesenseekühe in 12 einfachen Schritten. Lernen Sie die zauberhafte Sprache der Riesenseekühe in 12 einfachen Schritten. Okay. Und er macht automatisch, Gott sei Dank. Nicht wieder irgendein Rätsel, wo ich mir Sachen aufschreiben muss. Wow, ich wusste nicht, dass Seekühe über ein so imposantes Vokabular verfügen. Super. Dann können wir doch jetzt wieder zurück, oder? Müssen wir bloß noch an die Zunge rankommen. Na? Aber wie machen wir das?